Such dir Hobbys. Wie oft durfte ich diesen Spruch in meinem Leben hören? Und weil du ihn mindestens genauso oft hörst, bist du genau richtig bei diesem Video. Es gibt gerade durch TikTok so krass viele virale Hobbys, also Sachen, wo ich dachte, eigentlich ist es eher so ein Nischenthema. Dazu zählt auch Häkeln. Es gibt wirklich unfassbar virale Videos über Leute, die häkeln. Ich denke mir, das muss voll die Experience sein. Und gerade jetzt, wo wir auf die Feiertage zugehen und wirklich viel Zeit haben, wollen wir die vielleicht auch mit was nutzen, mit dem wir das Jahr reflektieren können. Zur Ruhe kommen, das Jahr schön und harmonisch abschließen. Und das geht nur mit Häkeln. Werde ich es schaffen, als Anfänger mir ein komplettes Outfit zu häkeln? Ich hoffe es, sonst ist dieses Video für den Arsch. Ich habe das Gefühl, ich habe in meinem Leben schon mal gehäkelt, weil ich, bevor ich aufs Gymnasium gekommen bin, ein Jahr auf der Hauptschule war, fragt nicht. Und da gab es so einen Kurs. Keine Ahnung, das war wie so ein Werkkurs oder so. Und ich bin mir ziemlich sicher, ich habe da schon gehäkelt. Deswegen hoffe ich, so ein Revival zu bekommen. Wisst ihr, was ich meine? Mein Hirn ist so, das haben wir, glaube ich, schon mal gemacht. Einmal habe ich hier so eine 5. Sieht ja wild aus hier, was hier los ist. Einmal habe ich eine 5.0er Häkel-Hakel-Nadel. Einmal eine 6.0er. Keine Ahnung warum. It was in this moment she did not know she fucked up. Ich habe einfach ein paar Videos gesehen, wo die eine von beiden benutzt haben. Bisschen Wolle. Ich würde sagen, ich fange einfach mal an. Ich versuche einfach mal einem Tutorial zu folgen und häkle mir einfach einen weg direkt. Ich stelle es mir halt so cozy vor. Mit einem Tee, mit meiner Lieblings-Trash-TV-Sendung. Einfach einen abhäkeln. How to crochet for absolute beginners part 1. 33 Millionen Aufrufe. What the fuck? Scheiße, sie empfiehlt 100% Acryl. Ich habe nur 43% Acryl. Okay, also es geht jetzt schon mal um den Knoten, ja? Oh mein Gott, das war magical. Es geht los, Leute. Ich muss mich so krass konzentrieren. Es kann nicht so schwer sein. Es muss schnell sein, sich daran zu gewöhnen. Oh mein Gott. Ich tue es. Okay, Konzentration. Nach außen halten. So, packen. Durchziehen. Okay, so. Dann mache ich die drüber. So, und dann durchziehen. Okay, ich soll 11 von diesen Hoops machen. Sieht ja nicht mal gleichmäßig aus. Vielleicht hätte ich mal nicht so einen mega kuscheligen Stoff nehmen sollen. Dann würde ich nämlich viel besser checken, wie viele Loops das sind, ey. Okay, ich muss jetzt den zweiten Loop nehmen und da meine Nadel durchstecken. Das schaffe ich niemals. Ich habe das nicht mal beim Zugucken gerade gecheckt, was hier los ist. Ah! Was ist das? Das sieht überhaupt nicht richtig aus. Oh. Ich dachte, ich häkel mir direkt einen Pulli. Wisst ihr, was ich meine? Okay, ich übe ein bisschen. Eine Stunde später. Nach zahlreichem Versagen, ich guck mal, wie viele Ketten ich angefangen habe, habe ich es endlich geschafft, so ein ganzes Stück Stoff zu erzeugen. Ich meine, es sieht total messy aus, aber wenn ich das hier jetzt noch 5000 Mal mache, dann habe ich einen Pulli. Zweiter Tag. Ich habe neue Wolle gekauft, aber diesmal habe ich, glaube ich, zu dünne Wolle gekauft. So kann ich auch nicht wirklich erkennen, was sind jetzt die Loops, welcher ist der erste Loop, der zweite. Das sieht alles irgendwie total unregelmäßig aus. Ich habe mir das einfach leichter vorgestellt. Ich bin ehrlich mit euch, ich check irgendwie gar nichts. Ich frage mich gerade, wie ich es jemals schaffen soll, ein ganzes Projekt durchzuhäkeln, wenn ich nicht mal schaffe, die richtige Wolle zu finden und 2000 Mal in den Wollladen rennen muss. Ich weiß nicht, ob das normal ist am Anfang oder ob ich mich einfach extra doof anstelle. Das kann natürlich auch sein. Halt die Fresse, Handy. Ich war original noch nie so focused in meinem Leben. Das sieht doch nicht
verkehrt aus, Bitches. Ich will ja nicht angeben, aber ich glaube, wir kommen der Sache immer näher. Nach diesen 200 Übungstagen. Ich muss, glaube ich, wirklich aber sagen... Halt, stopp! Augen auf bei der Wollwahl. Ich glaube, ich habe mir da keinen Gefallen getan. Weil, wie will ich daraus irgendwas stricken? Das dauert ja 200 Jahre. Beziehungsweise häkeln. Ich stricke ja nicht mal. Ich brauche dickeres... Arbeitsmaterial. Und oh boy, habe ich das dickste Material gefunden. Ich habe einfach angefangen mit dieser ultra-viralen Chunky-Bag. Keine Ahnung, ich habe nichts mit Häkeln zu tun. Ich habe die ganze Zeit auf TikTok gesehen. Ich finde es eh krass, wie unsere Vorfahren schon gehäkelt haben. Es gibt sogar stinky Socken im Victoria Albert Museum in London von 200 bis 300 vor Christus, zur Zeit der Ägypter. Wo schon stinky Socken gehäkelt worden sind. Die sind in einem Museum. Ist das nicht unfassbar cute? Anyways, ich habe diese Chunky Bag weggehäkelt wie nix. Und es hat mich richtig motiviert. An dieser Stelle unterbrechen wir das Häkelprogramm. Wenn wir ehrlich sind, ist wahrscheinlich nur Dumbledore darüber enttäuscht. Ich darf seit neuestem wirklich keine Sekunde mehr meiner Lieblings-Reality-TV-Shows mehr verpassen. Und mit dem LG Stand By Me kann ich wirklich vom Wohnzimmer in die Küche, in die Badewanne und ins Bett rollen. Wer hätte gedacht, dass ein Screen mein Leben so viel besser machen kann? Ohne nervigerweise 2 bis 3 Mal von Fernseher auf Handy, auf Laptop, auf Tablet zu switchen. Nice. Ich kann sogar einen cozy Kinoabend auf dem Balkon machen, an dem ich stundenlang über Airplay oder NPC von meinem Handy aus meine eigenen Videos gucken kann. Oder ich drehe den Bildschirm und gucke einfach meine phänomenalen TikToks. Am nächsten Tag fahre ich dann ganz entspannt ins Büro, um meiner Managerin eine PowerPoint-Präsentation zu zeigen. Warum ich die beste YouTuberin Deutschlands bin. Und dafür bietet sich der Touchscreen und die Akkulaufzeit von 3 Stunden perfekt an. Es gibt schließlich viele Gründe dafür. Um ehrlich zu sein, weiß ich gar nicht, wie ich die Message in die Welt tragen könnte ohne den LG Stand By Me. Und deswegen möchte ich ihn nicht mehr missen. Ich bin wirklich sehr gespannt, was ihr alles damit anstellt. Außer vielleicht TikTok auf dem Klo zu gucken. Ey, ich möchte, dass ihr versteht, dass das... mein Werk ist. Das habe ich gemacht mit meinen eigenen Händen und es ist eine funktionsfähige Tasche. Man kann da alles reinpacken. Gummibärchen, rein in die Tasche. Wolle, rein in die Tasche. Eine Flasche Wasser, rein in die Tasche. Ja! Ich weiß, sie ist nicht ganz perfekt, okay? Sie hat ein paar Makel, so wie ich. Aber ich habe eine Connection zu dieser Tasche jetzt, versteht ihr? Es hat nicht lange gedauert und eine ganz wichtige Sache ist, ich verstehe ein bisschen mehr das Prinzip von Häkeln und was welche Art zu häkeln ausmacht, dadurch, dass man es an so einem dicken Stoff irgendwie einmal richtig gesehen hat. Und seitdem habe ich mir einen weggehäkelt. Ich sag euch, wie es ist. Dritter Tag. Ey, mein Blick manchmal beim Häkeln ist so ultra psycho. Ich habe Angst. Wie gucke ich das? Ey, mit so einer Aggression kriegt man irgendwie kein kreatives Projekt hin. Was ist los mit mir? Und das alles dafür, dass so ein winziges, absolut hässliches, schlecht geformtes Blatt dabei rumkommt. Guck mal bitte, wie stolz ich das in die Kamera halte. Ich komme nicht klar, ne? Ich kann euch nicht sagen, wie motiviert ich gestern war, als ich diese Tasche beendet habe. Ich war so motiviert, dass ich mich direkt ans nächste Mini-Projekt gewagt habe und richtig auf die Fresse gefallen bin. Ich dachte, ich bin auf einmal Häkel-Pro, aber dann kam... diese kleinen Blätter und haben gesagt, sit down, bitch. Ich meine, theoretisch sind die ja für die Kopfhörer und die stehen halt nicht mal. Diese Blätter sollten eigentlich so süß stehen, aber dann hätte ich es irgendwie auch abmessen müssen und so. Aber ich habe eine Lehre draus gezogen und irgendwie gecheckt, dass es mehrere verschiedene Stitches gibt. Fucking Stitches, bitches. Also es gibt eine Chain, mit der man immer anfängt. Dann gibt es einen Slip Stitch. Ich...
hab mir halt auch nur englische Tutorials rausgesucht, ich Otto, aber ich dachte, dann steht mir die Welt ein bisschen offener. Dann gibt's ein Single Crochet, dann gibt's ein Half Double Crochet, dann gibt's ein Triple Crochet und das alles ist einfach in diesem mini kleinen Blatt. Aber ich überlege tatsächlich, ob ich das nicht jetzt heute nochmal versuchen soll. Es ist nicht so einfach, wie ich dachte, ich sag's euch. Und törichterweise habe ich mich mit meinem Psychoblick wieder dran gemacht, dieses Blatt zu machen. Und ich bin kläglich gescheitert, was soll ich euch sagen? Ich bin absoluter Amateur, was soll das? Und dann dachte ich mir, das kann doch nicht sein, dass es wirklich so scheiße läuft. Ich kann doch nicht so schlecht in fucking Häkeln sein. Dabei habe ich ein ganz wichtiges Detail übersehen. Ey, ich fuck mich hier die ganze Zeit ab. Jetzt sehe ich gerade, dass auf der Wolle hier steht, welche Größe Häkelnadel man nehmen soll. Hier zum Beispiel ist es eine 8. Was fuck ich mich denn ab, Alter? Meine Finger tun so weh, weil ich die ganze Zeit die falschen Nadeln benutze. Ey, ich hab nicht die richtige Wolle zu meinem Häkelhaken. Ich will nicht nochmal Wolle kaufen gehen. Ich will auch keinen Häkelhaken mehr kaufen. Eine Sache habe ich noch verschwiegen. Ich habe gestern noch angefangen, einen Pulli zu stricken. Und jetzt stehe ich vor der... Zu häkeln, nicht zu stricken. Who gives a fuck? Nobody. Aber der wird irgendwie immer dünner, weswegen ich überlegt habe, ob ich vielleicht nochmal von vorne anfangen soll, obwohl das schon wirklich stundenlang gedauert hat und das muss noch doppelt so lang werden, damit ich überhaupt anfangen kann, den Pulli selbst zu häkeln. Und dann habe ich überlegt, ob ich den Pulli nicht vielleicht lieber in dieser Farbe mache, weil die Wolle ist nicht ganz so chunky. Oder mache ich jetzt das Blatt? Ich weiß es nicht. Fuckity fuck. Und in meiner typischen Psychomanier habe ich mich dann mit einer anderen Wolle, mit der gleichen, wie die ich letztes Mal benutzt habe, wieder an das Blatt gemacht. Ey Leute, nach diesem High mit der Tasche kam so ein Absturz. Ich hatte die Schnauze voll vom Häkeln. Kein Wunder, warum ich aussehe wie ein Psycho. Ich komme da immer noch nicht drüber hinweg, aber was ist das für eine Psycho-Scheiße? Ich dreh durch. Also ich gebe jetzt auf mit diesen scheiß Leaves. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das ein Beginner-Tutorial ist. Ich habe auch an dieser Stelle einfach immer so ein riesen Loch da drin, was bei ihr nicht ist, dass ich einfach nur sage, entweder habe ich die falschen Materialien oder ich bin einfach zu doof dafür und gehe direkt über zum absoluten Ausraster und mache direkt einen ganzen Pulli. 3 Tage später. Ey Leute, ich habe mir so krass einen weggehäkelt gestern. Das glaubt mir keiner. Das glaubt mir gar keiner. Ich habe um 11 Uhr vormittags angefangen und habe bis 12 Uhr nachts durchgehäkelt. Ich schwöre euch, ich habe durchgehäkelt. Ich habe zwischendrin vielleicht mal 15 Minuten Pause gemacht. Ich war vorher kurz beim Starbucks, habe mir einen Kaffee geholt. Aber sonst, meine Mittelfinger tun so krass weh. Ich weiß nicht, ob die Sehnen irgendwie entzündet sind oder so. Aber ich brauche meinen Mittelfinger. Versteht ihr das? Ich brauche den auch einfach im Alltag. Das Ding ist, wenn ich mir was vornehme, vor allem wenn es für Videos ist, steigere ich mich so krass da rein. Und glaubt mir, ich könnte jetzt schon wieder weiter häkeln. Ich habe jetzt eine Obsession entwickelt, glaube ich. Das ist wie so eine Sucht. Und es ist auch sehr entspannt, okay? Ich habe herausgefunden, der beste Weg zu häkeln ist einfach, sich eine Serie, eine Reality-Show anzumachen und einfach drauf loszuhäkeln. Und es gibt so viele verschiedene Häkelmuster und Häkelanleitungen. Und ich, in meinem Kopf ist nur noch häkeln, häkeln, häkeln. Mit was beschäftige ich mich hier eigentlich? Bin ich jetzt Häkel-Queen? Wird mein neues Ding 2024, dass Mrs. Vlog ein Häkel-Channel wird? Wahrscheinlich nicht. Und ich sag euch jetzt warum. Im Prinzip bin ich krass geworden, weil ich bin fortgeschritten von diesem Ding zu, Achtung, what the fuck? Was ist das? Ich sag's euch, das ist eine Unterseite von einem Pulli. Hallo! Checkt ihr das? Ich schwöre euch, dieses Tutorial hat mich hochgenommen. Da steht, man kann einen Pulli machen in 15 Stunden. Guckt mal bitte, wofür ich gestern den ganzen Tag gebraucht habe. Für die halbe Vorderseite des Pullis. Für die halbe Vorderseite. Ich müsste das noch zu Ende machen und dann müsste ich die komplette Rückseite noch machen und die Ärmel und den Kragen. Das dauert ja eine Woche. Was für 15 Stunden? Mein Mittelfinger tut weh. Anyways, deswegen habe ich mich entschieden, hier draußen Crop Top zu machen. Weil dann kommen wir dem Outfit schon mal viel näher. Dem kompletten. Und natürlich war ich dann super krass im Häkelwahn, nachdem ich von
11 Uhr morgens bis 20 Uhr das hier gehäkelt habe, habe ich mir noch angefangen, einen Rock zu häkeln. Und guckt mal bitte. Ist es nicht krass, dass hier oben so ein richtiges Band ist? Es ist jetzt gerade noch ein sehr kurzer Rock, okay? Er soll eigentlich hier anfangen. Schaffe ich den überhaupt noch? Außerdem nehme ich mir jetzt mal dieses Teil vor und mache hier so Schnüre hinten dran, damit ich das am Ende festziehen kann. Mit einem beautiful crop top. Okay, ich habe mein Oberteil genommen und habe da so eine Schnur durchgezogen, damit ich das auch festziehen kann, je nach meiner Körperform, die gerne auch mal stark variiert über die Monate und Jahre. Und damit ich das anpassen und zuschnüren kann hinten. Außerdem habe ich mir vorgenommen, an diesem letzten Tag meinen Rock zu beenden. Leider musste ich irgendwie neue Wolle nehmen, weil heute ist Sonntag. Ich kann nirgendwo neue Wolle kaufen. Ich will diesen Rock unbedingt fertig bekommen. Also habe ich mich immer richtig focused angesetzt, meine Finger komplett gebrochen und diesen Rock fertig gehäkelt. In welcher Welt dachte ich bitte, dass ich mir in 24 Stunden ein ganzes fucking Outfit häkeln kann? Diese Logik muss man erstmal haben. Das ist schon wirklich besonders. Okay, ich finische hier noch meine letzten Häkel-Steps. Und dann ziehe ich meine Outfits an. Ich meine natürlich mein Outfit. Und es kommt der Grand Reveal. Ich mache es einfach fertig und dann denke ich nie wieder drüber nach. Ich habe, glaube ich, genug gehäkelt für ein Leben. Ich sag euch, wie es ist. Ich weiß nicht, was ich erwartet habe, wie ich am Ende dieses Projekts aussehen würde, aber bestimmt nicht so. Hello! Das ist mein new outfit. Ich weiß nicht. Was gibt's daran nicht zu wissen? Das ist fucking ugly. Obwohl in den 2000ern hätte es komischerweise funktioniert. Ich muss sagen, das Oberteil gibt mir ein bisschen Hoffnung. Vielleicht kann ich das Unterteil unter das O... Keine Ahnung, I don't know. Ich finde es... funktioniert als Crop Top. Ich müsste nur dickeren Faden hinten einbauen. Aber sonst... Bitch, this is cute. Das hat süße Wolle. Das sieht cool aus. Das hat coole Farben. Bin ich delusional oder ist es einfach Fashion? Also ich glaube, ich habe echt nochmal ein anderes Level an Respekt für jeden da draußen bekommen, der häkelt, der vielleicht seine Häkelsachen verkauft. Und auch für jede Oma, die Socken häkelt. Oder Mützen, weil... Bitch, this is crazy. Ich weiß nicht, Leute. Ich wollte fürs Ende des Jahres nochmal was Kreatives machen, was Spaß macht, wobei man auch ein bisschen chillen und entspannen kann. Irgendwie, und dieses Oberteil motiviert mich irgendwie ein bisschen, noch was anderes zu häkeln. Ich hoffe, ihr kommt gut durch die Feiertage. Ich wünsche euch ein frohes neues Jahr und eine tolle Zeit. Ich hoffe wirklich sehr, dass wir uns nächstes Jahr wiedersehen. Ich habe auf jeden Fall Bock, wieder mehr in so eine entertainige Fun-Richtung zu gehen. Einfach was Kreatives zu machen, was mir Spaß macht. Und ich hoffe, ihr kommt auf dieser Reise mit. Auch natürlich... was Musik betrifft und alles, habe ich schon am Anfang des Jahres ein kleines Schmankerl für euch. You can be excited. Natürlich, statt das vorzubereiten, habe ich stundenlang gehäkelt, weil ich dachte, das wird ein easy, gechilltes, cooles Video. Stellt sich raus, es ist stressful, meine Finger sind gebrochen und meine Augen brennen. Und ich habe fettige Haare. Ich habe mich komplett vernachlässigt. Alles, um was Neues zu lernen und ein neues Hobby zu finden. Ich wollte gar nicht so lange labern. Ende! See ya next year!